Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich Eggladum zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Schneit es in der Minecraft Arno Welt. Das ist ja wundervoll. Ja, ouch. Da kommt gleich der Fallschaden. Naja. Oh, Schneeregen. Ach, hätte ja so gut werden können. Es wird auch noch bitchnass. Naja, zum Glück ist das nur im Spiel hier. Zum Glück regnet es mir nicht in die Wohnung. Na, dann würde ich mal sagen, und damit, Stein habe ich hier noch, können wir vielleicht den Boden machen, oder? Ach, das wird nicht reichen. Na gut, wir machen die Dachetage, so schaut's aus, das ist der Plan für heute. Ja, Plan für heute, einfach mal ganz gechillt. Ich lehne mich zurück, ihr lehnt euch zurück und wir genießen zusammen eine Folge Minecraft Arno. Ich baue die Kuppel zu Ende. Ich baue da oben mit Glas ein bisschen was Kuppelmäßiges drauf, wenn man mich dann hochlässt. Na. Ja, okay, sind wir wieder angekommen. Hat aber eine Weile gedauert. Tja, ich habe, bevor ich den Part begonnen habe, müsste ich nicht eine Leiter sein? Ja gut, dann halt wieder runter. Ich hole mir eine Leiter und ach ja, heute ganz entspannt. Ich habe mir eine Windzeit ein bisschen länger dauert es ein bisschen länger. Ich habe mir hier ein Gläschen Apfelschorle eingegossen. Das trinke ich so gerne. Und dann rede ich hier ein bisschen über was. Ja, ihr merkt, ich bin heute ziemlich entspannt. Ich bin gut drauf. Ich habe Bock, Minecraft Arno drauf aufzunehmen. Ich habe in den letzten Tagen einiges aufgenommen, worauf ich nicht so sehr Bock drauf hatte. Ich habe auf alles irgendwie Bock, aber ja, dann wieder Minecraft Arno aufnehmen zu dürfen, ja, ist zurzeit mein Lieblingsprojekt. Ja, Minecraft Arno ist sowieso ein Lieblingsprojekt. Nicht, dass die anderen weniger wichtig wären oder weniger gut wären. Aber ja, es macht mir Spaß, hier mal ein bisschen mal, ja. Ich sag's mal so, in Minecraft Arno kann man sehr gut ausspannen. Und ja. Deshalb mache ich es halt auch gerne und habe ich mich gefreut, in meinem Upload-Plan zu sehen, dass ich heute Minecraft Arno aufnehmen darf. Ich habe mir ja hier... Oh, es wird schon Nacht. Dann gehen wir mal lieber schlafen, bevor uns die Monster töten. Ich komme hier gar nicht zum Punkt mit meinem Reden. Ja. Was ich sagen wollte, ich habe mir einen Upload-Plan geschrieben für die Monate. So mache ich das immer am Ende des Monats April. Schreibe ich den Upload-Plan. Oh, es hat aufgehört zu schneien. So, Mist. Am Ende des Monats April, kommen wir mal zum Punkt. Ja, heute auch wieder durcheinander. Am Ende des Monats April mache ich mir einen Monats-Upload-Plan für den Monat Mai. Und dann, ja, der ändert sich meistens noch ein bisschen. Aber so grob nähe ich dann schon mal fest, was passieren soll. Und ja, dann gibt es schon mal einen Upload-Plan und dann, ja,
bin ich schon darauf vorbereitet und weiß schon, was kommt, was auf mich zukommt. Na komm. Ah, okay, einfach nur eine Stufe mehr. Dann ist es gar nicht mehr so schwer, da hochzukommen. Ja, wenn dann natürlich sowas passiert wie Specials, wenn irgendwas, ja. Wenn spontan Demos angemeldet werden oder irgendwelche Sachen, ja, Artikel 13 Demos oder so weiter, das kann man natürlich nicht vorplanen, dann, ja. Da muss man halt gucken. Aber so ein Uploadplan ist dann immer schon schön, um zu wissen, ja, wie ungefähr wird sich das verhalten. Den kriegt ihr natürlich nicht zu sehen. Den enthalte ich euch noch vor, also den behalte ich mir vor, dass nur ich das sehe. Ihr wollt ja auch ein bisschen Überraschung haben, dass dann halt, ja, das morgige Video, ich meine, es steht, also das morgige Video werdet ihr schon zumindest vom Titel her, naja, nicht vom Titel, aber was es wird, das werdet ihr schon im Uploadplan sehen, weil ich mache so ungefähr 4 Tage im Voraus. Ja, auf meiner YouTube-Info-Seite sage ich meistens schon so ein bisschen, was kommt. Das heißt, ja, da kann man auch schon so ein bisschen sehen, was erwartet. Aber den ganzen Monat will ich euch noch nicht zeigen, dass, ja, es darf dann auch ein bisschen Überraschung bleiben. So, hier zumindest mal die erste Glasebene drumherum, damit man sich hier nicht runterstürzen kann. Damit man hier nicht aus Versehen fällt. So. Zack. Oh, das zerstören wir. Ja gut. Machen wir hier mal so ein bisschen was Aussichtsplattformmäßiges. Ich hoffe, dafür reicht das Glas, dass wir da oben noch die Kuppel zu Ende kriegen. So im mittelalterlichen Stil ist das jetzt hier gemacht. Jemand kann durchgucken, man kann bis rangehen, fällt nicht runter. Ja, ich denke, das wird ganz hübsch. Sieht auch von unten ein bisschen toll aus mit der Kuppel da oben drauf. Können ruhig ein paar Etagen hoch machen. Wenn nicht, können wir Neues brennen, können wir Sand holen. Haben wir ja sogar hier im Dorf. Das Klirren der Glasscheiben, das tut ein bisschen weh. Das ist, ja. Naja, wehtun tut's nicht, ist ein unangenehmes Geräusch. So wollte ich sagen. Ich hoffe, ihr habt keine Kopfhörer auf, während ihr das Video hört, weil, Kopfhörer ist immer so ein bisschen was Zusätzliches. Das ist so ein bisschen eine zusätzliche Belastung. Was mache ich denn hier? Ich glaube, man kriegt das Glas nicht zurück, wenn man es zerstört, oder? Nein. Wenn das ist, das nicht so. Na komm. Was ist denn hier mal so schwer? Nein? Ja, wollte gerade sagen, tun wir nicht so. Na komm. Wir werden es doch wohl hier hinkriegen, noch die Seite zu Ende zu kriegen, ohne alles zu vergeuden. Ja, komm. Es wird auch hier irgendwie umständlich, oder? Ja, so muss das. So muss das. Ich glaube, das Eck. Sehr gut. Das flimmert ein bisschen. Das Glas.
Ja. So, hier geht's weiter. Durch das Flimmern sieht man es auch nicht. Ja, komm, ist die Batterie alle. So ein Controller, ja, jetzt hab dich mal nicht so, Controller. Wirst wohl noch den Part aushalten, oder? Jo. Okay, dann machen wir noch eine Etage oben drauf und dann mit Erde hier hoch. Bloß nicht runterfallen. Gleich mal eine Sicherung machen. Na komm. Das soll hier nicht runterklatschen, weil von dieser Höhe runterfallen. Es wird nicht ganz so lustig. Das sieht lustig aus mit der Erde. Dass ich an das Glas dran packt. Die Verbindung dazwischen. Sehr schön. Na, ach Mensch. Ja, komm schon. Ich muss hier wieder eine Leiter bauen. Eine Treppe meine ich. Na komm. Das Gerüst, ein Erdgerüst. Es wird doch hier kein. Wird doch jetzt hier kein Umstand sein. Jo. Ich hatte eigentlich heute geplant, über ein heftiges Thema zu reden, aber ich habe mir so gedacht, nee, komm, lassen wir es. Rede ich mal ein bisschen. Ja. Talk ich halt mal so ein bisschen über dies und das. Muss auch mal sein, so ein bisschen. Wie nennt man's? Ja. Ein bisschen leichter Talk. Müssen wir nicht immer die härtesten politischen Themen haben. Können wir im nächsten Part machen, könnt ihr euch drauf freuen. Im nächsten Part wieder. Ich rede gerne über Politik, so ist es nicht. Also. Ich hoffe, ihr hört auch gerne dabei zu. Also. Ich habe da ja nichts dagegen. Zum Thema Europawahl wollte ich da ein bisschen was thematisch machen. Da ein bisschen thematisch drüber reden. Ich hab's zumindest bisher kapiert, dass ihr es nicht ganz so schlimm findet. Zumindest die Aufrufszahlen sagen es mir, dass es zumindest nicht ganz schlimm ist und es hat sich noch niemand beschwert. Also ja, solange die Aufrufzahlen unter den ist ja gut. Mein Handy gerade erschreckt. Das habe ich ausnahmsweise mal auf laut gestellt. Mache ich sonst ja gar nicht. Und das macht hier gerade Töne. Jo. Jo. Gerade mal ein Stückchen aus meinem Glas genommen. Apfelschorle. Ist nicht das feinste Getränk, aber um mal darüber zu reden, stehe auf Apfelschorle. Trink auch ab und zu mal, ja, eher selten, aber trinke wirklich meistens Apfelschorle. Apfelsaft und Apfelschorle. Ja. Und wieso nicht? Aber mir schmeckt es wirklich geil. Also ich finde es wirklich, mir schmeckt es geil. Ist jetzt, das war jetzt nicht das beste Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Hier nicht runterstürzen. Jetzt habe ich den ganzen Block drauf gesetzt, mit dem Stock zu hauen. Das sollte es nicht sein.
Im Blöcken wollen wir noch nicht bauen. Vielleicht oben drauf. So ist der Plan hier oben. Das Dach setzen wir dann ins Block. Dings drauf. Oh, es wird nachts. Die Sonne geht unter. Da sollten wir vielleicht ins Bettchen gehen. Obwohl wir hier auf dem Turm eigentlich relativ gewitzt sind. So. Don't mine at night, so heißt es. So heißt es doch so schön. Na komm, runter mit dir. So, die Wolken ziehen durch den Turm durch. Auch schön. Da geht's runter. Viele Etagen haben wir jetzt hier schon hochgebaut. Bis über die Wolken. Ein gruseliger Minecraft-Sound. Ordentlich. Naja. Das müssen wir hier auch noch bauen. Müssen wir hier mal den Boden, also die Erdgeschossetage ordentlich bauen. Jau. Ich gehe mal diesmal ins Nachthaus, ins Gasthaus. Na komm, die Türen wieder verschließen. Es sind gar keine Türen hier. Ich höre Spinnen. Monster in der Nähe. Na super. Aber da kann ich euch glatt mal was zeigen. Hui. Hier geht's runter. Hier habe ich was gebaut. Offscreen habe ich da ein bisschen was gebastelt. Jetzt muss ich gucken, dass ich es euch nicht zeige. Nicht zu sehr zeige. Nicht in die falsche Richtung gucken. Da ich mal ein bisschen offscreen was gebaut, was ich euch noch nicht präsentieren will. Ja. Ein ganz, ganz großes Projekt unter der Erde. Ja, seid mir nicht böse. Ich habe da mal Bock, ein bisschen was zu bauen. Na. Jetzt muss ich durch die Nacht laufen. Hier sind auch bestimmt wieder Creeper und Spinnen und Zombies. Ja. Na komm, ab ins Bett. Husch. Monster in der Nähe. Ach komm schon. Lass mich schlafen, lass mich schlafen, lass mich schlafen, lass mich schlafen. Scheiß Monster in der Nähe. Wo denn? Ich bin doch oben in der Etage. Ach man, wir müssen uns wirklich mal das Bett, irgendwie ein Bett craften und mit auf den Turm nehmen. Weil da oben ist bestimmt kein Monster in der Nähe. Ach, endlich schlafen. Jo. So muss das sein. Nächster Tag. Dann können wir weiterbauen. Dann können wir die Kuppel zuschließen. So muss das sein. So, weiter geht's. Eine Kuh. Na denne. Ja, Apfelschorle, da haben wir gerade drüber geredet. Ach, wir haben heute. Wir reden in diesem Part über alles und über nichts. Ja. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Alle Fans von gehaltvollen Diskussionen. Naja, Diskussionen von gehaltvollen Themen, von politischen Themen. Seid bitte nicht enttäuscht. Im nächsten Part geht's dann hoffentlich wieder. Ja. Ich denke, im nächsten Part geht es dann wieder zur Sache. Da bereite ich dann wieder was vor. Da erzähle ich dann mal wieder was Hübsches. Und diesen Part mal ganz, ja, einmal zurücklehnen. Auch mal die Fans der leichten und seichten Unterhaltung mal beglücken. Muss auch mal sein, also, ja. Naja, wohl einen Block höher. Okay. Ach so, jetzt habe ich hier die sicher verbaut. So soll das sein. Der Fallschaden. Autsch. Der killt mich noch irgendwann.
Zumindest erhole ich mich jetzt noch von dem Fallschaden. Der ist noch nicht so groß. So, mit Erde wird sich weiter hochgebaut. Und dann bauen wir hier das Dach drauf. So sichern. Einfach nicht zu sehr runterfallen und zu oft. So. Nein, keine Glasscheibe. Glas. So. Blockglas. Können wir das auch von hier unten machen? Ja, können wir. Nice. Das schwebt jetzt gerade ein bisschen in der Luft. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Müssen wir wahrscheinlich auffüllen dann. Ja, gucken wir mal. So. Ordentlich. Erstmal das so zu bauen. Oh, haben wir gar nicht mehr genügend. Ja. Muss neue brennen gehen. Muss ich Sand holen. So schaut's aus. Die Luke ist hier. Ja. Ganz in Ruhe. Heute bin ich mal entspannt. Ja, ich hoffe es, ich hoffe jetzt wirklich, dass das euch nicht stört. Dass da keine Beschwerden gibt. Ah, wie kannst du nur über solche Laberthemen reden? Ja, es sollte wirklich mal labern. Zwergi labert. Ja. Einfach mal über Upload-Pläne und über, ja, dass es mir gut geht, geredet. Ja. Also ungefähr. Ja, sachte. Da trampelt mir jemand auf der Decke rum. Ein Nachbar von oben macht wieder Krawall. So, Sand. Habe ich irgendwo Sand gesammelt? Eigentlich in der Kiste, aber ja, müssen wir wieder Sandjagd machen. Sand. Gibt es hier irgendwo Sand? Ja, da drüben haben wir Sand. Vielleicht rechts das, was wir dort in dem Sandbecken haben. Ernten wir das ab. Ein bisschen buddeln hier. Ein Sand, zwei Sand, drei Sand, vier Sand und so weiter. Ja. Da war ich heute mal glücklich, meinen Köftarm aufnehmen zu dürfen. Das klingt für euch wahrscheinlich ziemlich komisch. Aber das ist so. Ich brauche wenig, um glücklich zu sein. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich. Ich brauche wirklich nicht sehr viel, um glücklich zu sein. Also ich brauche meine Apfelschorle. Wenn ich glücklich und ich Apfelschorle trinke. Da brauche ich kein spezielles Getränk, da brauche ich keine Sonderwürste. Naja, meine Sonderwürste habe ich schon auch. Ist auch mal schön, also da freue ich mich auch drüber, wenn ich mal ab und zu mal was Edles esse. Muss man jetzt nicht jeden Monat und jeden Tag haben, aber ja. Versteht ihr, was ich meine? Mach mir am Abend immer so meine. Habe ich euch davon schon mal erzählt? Habe ich das schon mal in dem Part erzählt? Ich mache mir am Abend immer meinen Tomatensalat. Da habe ich mir mal. Entweder hat es mir mal meine Mutter beigebracht oder so. Habe ich mir von meiner Mutter abgeguckt oder. Ich habe es mir mal selbst beigebracht, selbst ausgedacht. So ein Tomatensalat. Ich bastel mir da meinen Tomatensalat und. Ja, schnippel mir da ein paar Tomaten mit ein klein bisschen Zwiebel rein und dann so ein bisschen, ja, was Einfaches, Gewürzchen, dies und das und jenes, meine Keimzutaten da noch mit drauf und dann, ja,
und lass ihn das ordentlich schmecken. Ist auch nichts Spezielles. Ist eigentlich ziemlich primitiv, der Salat. Kann jeder. Das ist das Einfache. Der Hobbit in mir, wenn ihr es so wollt. Ja, jetzt haben wir genug Sand gesammelt, denke ich. Fast 2 Stacks voll. Haben wir den ganzen Strand hier abgetragen. Ja, immer brennen gehen, bitte. Ja, ordentlich. Ja, mal ein bisschen über Glück geredet, ja. War so ein bisschen Glück braucht, so ein bisschen, ja. Glücklich sein und Glück reden. Ja, ja. War's irgendwie, ja. Thema Glück, wenn man es so sehen will. Nein, nicht die Leiter verbrennen, nicht die Leiter. Ja. Und ich spiele das nicht. Also, das ist, ich glaube, jeder, der mal meine Videos angeguckt hat, der da aufmerksam zuguckt. Ich bin auch nicht immer happy drauf. Das zeige ich auch, das habe ich auch manchmal, das merkt man auch manchmal in Videos. Also manchmal, ich versuche natürlich für Videos immer möglichst gut drauf zu sein und jetzt nicht den, also wenn es mir jetzt total beschissen geht und ich ein Video aufnehme, zeige ich das nicht, dann heule ich euch jetzt hier nicht vor der Kamera was vor. Versteht ihr, aber es ging mir auch schon schlechter. Ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum es mir eigentlich doch sehr gut geht, warum ich sehr glücklich bin, warum ich auch oft fröhlich bin. Ich habe es schon mal in einem Part erwähnt von Minecraft Arno, daher kann ich sagen, ich habe schon große Scheiße erlebt. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ist es auch ein bisschen, aber ja. Mir ging es schon echt scheiße, mir ging es schon ordentlich mies. Und deshalb weiß ich, also ich habe eine, ich sag's immer, ich habe die perfekte Skala. Ich weiß, wo es ganz unten ist. Also naja, nicht ganz unten. Das ist, also ich musste noch nie hungern. Also ich muss noch nie um mein Leben ringen und so weiter. Also ja, Vergleiche sind natürlich auch wieder eine Sache, die man, also für meine Verhältnisse ging es mir schon, sag ich mal so, also für meine Verhältnisse ging es mir schon richtig beschissen. Also ich muss es jetzt hier in diesem Part nicht nochmal erwähnen, aber schaut euch den Part an. Ich habe es irgendwo mal, der hieß irgendwie, ich muss euch mal eine oder meine Geschichte erzählen. Könnt ihr nachgucken, müsste Part Schlag mich tot 53, 52 sein. Ja, 51 war der Part, wo ich das Tutorial gespielt habe. Ich glaube 52 war es. Schaut mal dort nach. Ich brenne jetzt hier einfach Sand. Ist auch mal was Tolles. Ja. Ich sag's mal so, also versteht mich jetzt nicht falsch. Also ich will mir nicht irgendwie anmaßen zu sagen, dass ich am Arsch der Welt war. Also, na doch, ich war am Arsch der Welt in diesem Dorf. Dieses Dorf, wo ich hier gerade drin bin in Minecraft, das ist am Arsch der Welt. Aber heftigst. Das ist das Gebirge am Arsch der Welt. Da hinten geht's nicht mehr weiter. Ja, ich gehe, glaube ich, damit erstmal bauen. Oh, es wird schon wieder Nacht. Sind wahrscheinlich wieder Monster in der Nähe. Aber gut. Was ich jetzt sagen will, ich komme mal zum Punkt. Mir ging es schon super, mir ging es schon scheiße. Deshalb weiß ich, also deshalb kann ich mir, deshalb bin ich in der Lage, würde ich mal vermuten, würde ich mal so aus meiner Perspektive sagen. Ich bin in der Lage, mir da auf einer Skala da eine
ich kann mir da ein Bild von machen. Also ich kann mir, ich kann wirklich sagen, wie gut es mir geht. Also versteht er, was ich sagen will? Wahrscheinlich nicht, aber ich versuche mein Bestes, es euch zu vermitteln. Es ist nicht schön, dass ich Scheiße erlebt habe, dass es mir Scheiße ging, aber eine gute Sache hat es. Ich weiß, dass es mir jetzt ziemlich, ziemlich geil geht. Also ich, also ich weiß, was ich habe und ich weiß, dass ich zufrieden damit sein kann. Also es ist, ich sag's mal so, ich kann das, ich weiß das zu schätzen, wie es, dass es mir gut geht. Nicht, dass ich mal arm gewesen bin. Also wir reden jetzt nicht von materiellen Dingen. Ich glaube, um diesen Part zu verstehen, braucht es das Vorwissen von der eben genannten Episode. Ja, so ein bisschen schon. Da wisst ihr, was ich meine. Das müssen wir hier natürlich zudecken. Geht das? Nee, wahrscheinlich eher nicht so. Dann lassen wir es halt offen. Regnet es halt ein bisschen rein. Ich hoffe nicht, dass es zu sehr reinregnet. Ja, dann machen wir das jetzt so ein bisschen pyramidenmäßig. Ach man, zeig mir hier den. Jetzt baue ich hier auf Holz. Naja, gut. Ich muss den Partner beenden wahrscheinlich. Der ist schon. Meine Uhr sagt schon. Die Zeit ist ran. Ja, versteht ihr, was ich euch übermitteln will, was ich euch sagen will, was ich versuche euch zu sagen. Dem, dem es schon mal schlechter ging, der schon mal am Boden zerstört war, der weiß die glücklichen Zeiten mehr zu schätzen. Ach komm, wir bleiben jetzt hier oben. Genießen wir mal die Aussicht hier auf das Dorf. Ja. Wahrscheinlich hätten wir da noch ein bisschen eine Plattform nach draußen machen müssen, dass man hier so ein bisschen auf den Balkon rausgehen kann. Ja. Naja, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwillingfest verpassen wollt. Im nächsten Part ein paar anregende, weitere thematische Geschichten werde ich mir mal was einfallen lassen. Ja, jetzt kann sie alle gehen, die Batterie. Haut darin. Habt einen angenehmen, fürstlichen Tag. Lasst es euch mal gut gehen. Lehnt euch mal zurück und ja, das soll auch das Fazit des Parts sein. Ja, lasst es euch gut gehen. Seid mal glücklich und zufrieden. Bis dahin. Ciao, ciao.